Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Equipment-Check, wieder Equipment der Profis. In diesem Fall, ihr könnt es vielleicht schon wieder erahnen, das ist das Setup der Schotten von Andy Murray. Das heißt, ich habe hier in der Hand einen Head Graphene Radical Pro, beseitet mit einer Darmhybrid, das gleiche übrigens, was Novak Djokovic auch spielt, heißt namentlich Babola VS Team mit Laxelon Alo Power. Vorab muss ich auch hier wieder sagen, dass für mich eine Seite von einem Schläger das Gefühl insgesamt, was man als Spielgefühl hat, locker 40-50% von der Seite alleine kommen. Und hier, das ist eine absolute High-Class-Hybrid, die ihr hier drauf habt. Das wertet den Schläger extrem auf. Es macht unfassbar Spaß, damit zu spielen. Eine Kontrolle, die man schwer beschreiben kann, Power, die man schwer beschreiben kann. Gerade diese Kombination aus beiden macht einen so sicher beim Spielen. Ist wirklich traumhaft. Für die, die es nicht wissen, bei Damen wird der Ball ein klein bisschen länger so im Seitenbett gehalten. Das heißt, es fühlt sich an wie ein verlängerter Arm. Ihr habt einfach länger diese Wegstrecke des Treffpunkts auf dem Ball. Ihr wisst einfach deutlich mehr als sonst, wohin der Ball fliegt. Kontrolle ist super und das bei dieser möglichen Power. Bombenkombi. Das ist jetzt eher ein offenes Seitenbild, auch ein bisschen was für die jüngeren Wilden und eben dafür passt zu Andy Murray, für die, die variantenreich spielen, weil Murray ist natürlich athletisch, der ist defensiv sehr gut, kann auch alle Schläge in der Offensive, aber ich glaube, der zermürbt seinen Gegner ganz oft mit den Schlägen, die der andere nicht haben will, eben weil er so variantenreich spielen kann. Dazu lädt dieser Schläger extrem ein. Hier ein bisschen kleinerer Sweet Spot als zum Beispiel beim Setup von Novak Djokovic, liegt wiederum mehr am Rahmen, für meine Begriffe zumindest. Trotzdem sehr, sehr angenehm und sehr weich, sehr, ja, ich sag mal, komfortabel zu spielen. Das ist für die jungen Wilden und Komfortspieler, also auch für eine relativ große Allround-Masse, die ihn spielen könnten, ist auch nicht zu schwer eigentlich, also auch für viele spielen können, auch wenn es eher Richtung Turnierrahmen geht. Mir würde der mehr liegen, wenn man wirklich variantenreich aggressiv spielt. Der Djokovic-Schläger war zum Beispiel ein bisschen klassischer dabei. Wenn ihr aber auf so einen Tennis wie Murray oder zum Beispiel Gilles Simon steht, dann ist das genau eure Wahl. Wir haben noch ein Video gemacht, wo wir die Schläger miteinander vergleichen. Link gibt es hier unter dem Video. Da geht es noch ein bisschen ausführlicher zur Sache. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein. Das war das Setup von Andy Murray.